So, meine Lieben, die nächste Aufgabe besteht darin, die drei Kicks aus der zweiten Form zu üben. Dabei nehmt ihr bitte mal entweder einen Stuhl oder ihr könnt das Stapeln. Gibt so coole Tipps. Stapel Klopapier, je nachdem, welche Höhe ihr haben wollt. Fangt mal mit einem kleinen Hindernis mal an. Und stellt euch mal vor, das Hindernis da auch hin. An die Wand. Im Abstand hebt euer Knie hoch. Kickt drüber. Kommt zurück. Und geht wieder runter. Das heißt, der erste Kick wäre der Frontkick. Der zweite wäre aus dem Satz hier: Knie anziehen, drüber schlagen, wieder zurückkommen, absetzen. Kick Nummer 3 wäre dann aus der Drehung sozusagen. Ja, ich muss drehen aus der Jump-Kick-Form, klack, seitlich treten. Also das heißt, ich gehe rüber, trete drüber, komme wieder zurück. Das macht ihr mal mit rechts und mit links, damit ihr mal eure Struktur aufbaut. Ihr dürft dabei nicht wackeln und ihr dürft auch nicht hinfallen. Achtet darauf, dass ihr gerade steht und einen stabilen Stand habt, einen festen Stand habt und versucht mal einfach mal euer Kick, mal euer Bein auszustrecken jedes Mal, je nachdem welchen Kick ihr übt. Guckt, dass ihr jeden Kick 10-mal übt bitte. Sprich, also 1, 2 und so weiter mit rechts 10-mal, mit links 10-mal, dann wären es 30 Kicks, denke ich mal, ne? 3 Kicks, 30 Kicks mal 2 sind 60 Mal. 60 Mal üben. Schickt mir eure Videos zu. Ich freue mich.